Dieses Informationsblatt hier rechts habe ich erstellt mit Microsoft Publisher. Es lief so, wie ich mir das vorgestellt hatte. Aber zuerst versuchte ich es in Word zu erstellen. Hier links habe ich begonnen. Einiges lief gut und irgendwann habe ich umgestellt und ich zeige warum. Das hat noch gut funktioniert. Ich habe hier ein Bild eingefügt. Darunter eine Bildunterschrift, ich habe das gruppiert, ich kann das als Gruppe hin und her fliegen, funktioniert einwandfrei. Ich möchte nun darunter diesen Informationsblock, das ist übrigens ein Textblock, gefüllt mit Gelb, den packe ich nun und stelle den hier unter das Bild. Das geht soweit auch noch gut. Nachher möchte ich hier diese Legende hier nach oben verschieben. Ich lösche hier die Leerschläge, die sieht man, wenn ich hier das einschalte. Also ich lösche diese Leerschläge hier. Was passiert? Plötzlich rutscht dieser gelbe Textblock unter das Porträt. Das stört. Ich schaue mal nach, wie der Textfluss eingestellt ist hier. Der Textfluss heißt, das Bild oder das Objekt verdränge den Text oben und unten, aber das funktioniert irgendwie nicht. Ich probiere es mal mit quadratisch und trage das wieder nach unten. Hat soweit irgendwie funktioniert, wie es hier mit dem Text. Es geht einigermaßen. Ich mache hier noch einen Leerschlag. Aber eines passiert immer wieder, das Ganze hüpft in der Gegend rum. Hier habe ich noch einen Leerschlag, den nehme ich weg. Was passiert? Der Leerschlag hier geht gar nicht weg, aber der Text rutscht nach. Es ist das schon wieder zu nah. Ich mache hier wieder einen Leerschlag. Geht auch nicht. Ich trage das gelbe Element wieder nach oben. Das geht diesmal. Ich sehe auch, das gelbe Element ist hier rechts verankert. Das möchte ich eigentlich gar nicht. Ich packe mal den Anker und trage den Anker hier auf die linke Seite. Das will auch nicht. Der rutscht zwar nach oben oder hier nach links. Es will einfach nicht. Das Bild oben, ich schaue mal, wo das verankert ist. Den Anker sehe ich gar nicht. Ich klicke nochmals auf den Rand dieser Gruppe. Wo ist der Anker? Ah, da erscheint er plötzlich, wenn ich es verschiebe. Ich trage es wieder nach oben. Und es hüpft irgendwie in der Gegend herum. Also, da verzweifelt man endgültig. Die Idee war gut, aber Word ist wirklich unglaublich unmöglich, wenn ich etwas gestalten will.